Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Ich habe heute einen Onkologe hier, um mit ihm einmal über die Sinnhaftigkeit oder auch über die Folge, über die Evidenz einer Immuntherapie bei Krebs zu diskutieren. Mein Gast ist Professor, er lehrt an der Universität, aber er lehrt dort auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen innerhalb der reinen Schulmedizin. Er selber betreibt eine integrale Onkologie, das heißt, dieses Denken, was wir hier in der Naturheilkunde immer wieder hinaustragen, das lebt er Tag und täglich, aber er integriert auch sein Wissen aus der Onkologie. Und diese Dinge zusammenzufassen, macht einen umfassenden Arzt aus, der Menschen in Not doch wirklich einen herausragenden Beistand leisten kann. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor und dann tauchen wir in diese Immuntherapie ein. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Mein Gast ist Professor Dr. Joachim Drews. Da ist er. Lieber Joachim, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, sehr gerne. Immuntherapie. Kannst du mir mal erklären, was das eigentlich bedeutet? Schwierig, weil es ist ein riesiger Begriff. Ja. Immuntherapie, der auch eine historische Geschichte hat. Grundsätzlich, wenn man an eine Krebserkrankung denkt, bedeutet Immuntherapie natürlich, ich möchte, dass das Immunsystem den Krebs oder die Krebszelle erkennt und sie beseitigt. Mhm. Nun ist das ist das Wunschdenken. Ja, wie ein Bakterium, unser Immunsystem erkennt das Bakterium, beseitigt es und die Krankheit kann vom eigenen Körper, von den körpereigenen Kräften geheilt werden. Die Immuntherapie ist aber historisch gesehen, wenn ich es jetzt mal aus schulmedizinischer Sicht sagen darf, früher immer eher etwas Negatives gewesen. Es war so ein Überbegriff für alle alternativen Therapien. Weil diese Therapien haben immer Begriffe wie Immunmodulation benutzt oder Immunstimulation. Das Problem ist aber immer schon gewesen, dass das Immunsystem, auch wenn es stimuliert und gesteigert wird, nehmen wir das älteste Beispiel, die Miste, die das nachweislich auch tut, sie stimuliert das Immunsystem, Lymphknoten schwellen an und werden größer. Aber selbst wenn ich es hoch stimuliert habe, das Immunsystem, bedeutet es noch nicht, dass es die Krebszelle beseitigt. Weil es ist nicht eine Frage der Stärke des Immunsystems, sondern dessen, was es erkennen kann. Auch ein, nennen wir es mal, schwaches Immunsystem, kann, wenn es eine Krebszelle erkennt, diese auch beseitigen können. Ja? Und deswegen gab es dann diese Begrifflichkeiten wie immunmodulatorisch, die dann versucht haben, das Immunsystem dahingehend zu modulieren, damit es die Krebszelle besser erkennen kann. Das war viele Jahrzehnte so eine Spaltung in verschiedene Lager. Es gab die Schulmedizin, die für die Immuntherapie einfach ein, wie soll ich sagen, abfälliges Wort war für alle alternativen Therapien. Und es gab alternative Therapien, die wirklich schon versucht haben, sich damit zu beschäftigen und auch eine Vorreiterrolle dabei hatten für das, was wir heute können und das schon sehr gut eingesetzt haben. Aber den Erfolg, den Durchbruch hat es nie gegeben. Es war immer die Hoffnung, ne, wenn wir das Immunsystem trainieren können, die Tumorzelle zu erkennen, dann ist die weg. Als nächstes kamen dann nach den immunmodulatorischen Therapien die sogenannten dendritischen Zellen. Das heißt, das war der erste Versuch, erste Schulmediziner, die angefangen haben, unsere Immunzellen des Körpers, des einzelnen Patienten, aus ihm herauszuholen. Das heißt, es war eine Blutentnahme, die Immunzellen wurden isoliert, in dem Fall die Lymphozyten, und wurden dann in der Petrischale mit Krebszellen zusammengebracht, um denen sozusagen an denen zu lernen, wie Krebszellen aussehen, wie die falsch sind, und dann diese Immunzellen zurückzuspritzen und damit den Krebs zu besiegen. Dendritische Zellen, heute unheimlich bekannt, wenn man selber recherchiert und seine Krankheit selbst in die Hand nimmt, findet man sehr viele Leute, die das anbieten. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber es ist uns ein großes Bedürfnis, wenn Sie diesen Kanal von uns bitte abonnieren, hier unten bitte klicken und damit viel Spaß weiterhin mit der Sendung. Es hat nie diesen Erfolg gebracht. Also wir haben uns selber forschungsmäßig ein paar Jahre damit beschäftigt. Und aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, dendritische Zellen in den Tumor selber gespritzt, hat eine Wirksamkeit gezeigt, ist aber meistens sehr schwierig. Man kommt nicht immer an den Tumor gut heran. In die Blutbahn gespritzt oder unter die Haut ist es schwierig, weil diese veränderten Lymphozyten von dem Immunsystem des Menschen, obwohl es seine eigenen
weißen Blutzellen sind, die da verändert wurden. Sie wurden halt verändert. Und wenn ich sie zurückgebe in den Körper dieses Menschen, dann wird sein Immunsystem diese als falsch erkennen, bevor sie ihre Wirkung entfalten können. Ja, und wird diese dann schon selber bekämpfen, bevor sie das Ganze tatsächlich etwas anrichten können. Also das war schon ein guter Ansatz, ja, in den Tumor selber. Dann geht's. Dann geht es nicht dramatisch, wie wir uns es wünschen würden, aber es funktioniert zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und dann gab es sogar den Medizin-Nobelpreis für vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, 5, 6 Jahren, die Zeit rennt, wo man festgestellt hat, dass die Zellen, die Krebszellen, die ja eine gesunde Zelle einmal des einzelnen Menschen waren und dessen DNA tragen, und selbst wenn ich seine eigenen Lymphozyten reinspritze wieder, diese verändert wurden, werden diese abgestoßen vom eigenen Körper. Aber die Krebszellen selber haben zusätzlich noch einen Schutzmechanismus, weil sie mal eine gesunde Zelle waren. Und gesunde Zellen müssen sich schützen vor dem Immunsystem, sonst würden unsere Leber, unser Herz, alles angegriffen. Wir kennen das von Autoimmunerkrankungen. Ja. Asthma, da ist die Lunge betroffen. Unser Immunsystem bekämpft unsere Lunge übermäßig. Es gibt Autoimmunerkrankungen des Darmes, des Gehirnes, also verschiedene Erkrankungsformen, wo das Immunsystem eben gesunde Zellen angreift, und damit sowas normalerweise nicht passiert, haben gesunde Zellen einen Schutzmechanismus vor dem Immunsystem. Wenn ich jetzt eine Darmkrebszelle habe, dann ist sie mal eine gesunde Darmzelle gewesen und sie hat diese Schutzmechanismen noch. Immunsystem kann diese deswegen nicht bekämpfen. Man hat dann in der Forschung gezeigt, es hängt zwar dran, das Immunsystem, aber es kann leider die Zelle oder darf sie nicht beseitigen aufgrund der Schutzmechanismen. Und das Entdecken dieser Schutzmechanismen ist dieser Medizin-Nobelpreis vor einigen Jahren gewesen, weil daraus auch erste Immuntherapien in der Schulmedizin entstanden sind. Also die Schulmedizin, die diesen Begriff ja eigentlich immer negativ benutzt hatte, hatte plötzlich einen Weg gefunden, eigene Immuntherapien zu verwenden. Und diese funktionieren so, dass man diesen Tumorzellen, diese Schutzmechanismen, die haben auch Namen, PD-L1 ist der eine, der andere CTL4, also sind jetzt komplizierte Namen, sind Oberflächeneigenschaften von Zellen. Ich benutze immer gerne Autos als Beispiel. Die Autohersteller mögen mir verzeihen, aber nehme ich ein Auto, sag mal ein Fahrzeug, normal fahren alle Autos normal herum, aber es gibt dann ein Auto, das qualmt aus dem Auspuff. Und die Polizei sieht das und sagt, oh, das qualmt aus dem Auspuff, müssen wir das vielleicht aus dem Verkehr ziehen? Und die Polizei ist jetzt mal in der Metapher das Immunsystem und der qualmende Golf, sagen wir mal, ist jetzt die Krebszelle. Dann fährt die Polizei hin und kontrolliert und sieht aber, der hat frisches TÜV-Abzeichen und er hat eine Abgasuntersuchungsplakette. Also selbst wenn der qualmt, muss alles in Ordnung sein. Das heißt, die Schutzschicht ist da. Das heißt, das Schutzschild, Abgasplakette ist sozusagen das CTL4 und die TÜV-Plakette ist das PDL1, jetzt mal in die Medizin übersetzt. Das ist letztendlich das, wo das Immunsystem zwar schon die Tumorzelle als anders erkennt, aber anhand dieser Plaketten sagt, ich kann sie nicht aus dem Verkehr ziehen, so wie die Polizei dann den Golf mit dem rauchenden Auspuff auch nicht aus dem Verkehr ziehen kann. Und jetzt hat aber die Schulmedizin Mechanismen entwickelt oder Therapien entwickelt, die eben diese Schutzmechanismen beseitigen können und dem Immunsystem freie Fahrt geben, diese Tumorzelle dann zu bekämpfen. Das sind die ersten Immuntherapien der Schulmedizin. Das ist sozusagen die Entwicklung der letzten 10 Jahre in der Schulmedizin gewesen, die zunehmend bei vielen Erkrankungen inzwischen eine Rolle spielt und Zulassungen auch erzeugt hat, die durchaus auch gute Therapieansprechen erzielt hat. Das muss man auch sagen. Nicht das Wunder, was wir uns erhofft hatten. Schon wieder kein Wunder. Leider wieder kein Wunder. Warum nicht? Weil es eben doch noch andere Mechanismen gibt und nicht nur zwei Abgas- und TÜV-Plakette, sondern die Krebszelle ist komplexer als ein Auto und hat noch mehr Möglichkeiten, sich davor zu verstecken oder zu wehren. Das ist schon mal der eine Punkt. Und das zweite ist, dass diese Therapien oder Medikamente nicht spezifisch genug sind. Das Risiko, durch diese Therapien eben auch gesunden Zellen den Schutz wegzunehmen, ist sehr, sehr hoch. Okay. Also jetzt mal in Prozent gesprochen, um die 30%. Das heißt, jeder dritte Patient
erleidet eben dann Autoimmunerkrankungen. Mm, toll, ne? Danke. Weil, oh je. So, und damit haben wir wieder dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis und auch Dosislimitierungen, wie es eingesetzt werden kann, weil die Therapie hier nicht spezifisch genug ist. Und damit ist die Immuntherapie zwar etwas, was jetzt tatsächlich schulmedizinisch angekommen ist, mit ersten Ansätzen, aber meiner Meinung nach noch nicht so weit ist. Also es ist zugelassen, es wird eingesetzt, es hat Erfolg, aber es muss eben wieder extrem auf Nutzen-Risiko geachtet werden. Und es hat nicht den wünschenswerten Erfolg gebracht, den sich zumindest mal Patienten logischerweise wünschen. Das ist am Ende immer die Heilung. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt dann die Entwicklung tatsächlich auch schulmedizinisch und hochtechnisiert. Tatsächlich in diese weißen Blutkörperchen, die früher die dendritischen Zellen waren, jetzt mit Viren etwas am Gen zu ändern. Das heißt, der weißen Blutkörperchenzelle wird über eine Genveränderung, also es wird tatsächlich das Gen verändert, die DNA, beigebracht, bestimmte Oberflächeneigenschaften von Krebszellen zu erkennen, die es vorher eben nicht erkannt hat, weil es das für gesund gehalten hat. Das ist die sogenannte KT-Zell-Therapie. Das heißt, ich kann Lymphozyten so verändern und dann zurückspritzen, dass sie eben nicht abgestoßen werden vom Körper, wie bei den dendritischen Zellen. Sie werden eingebaut, werden auch sogar vermehrt im Körper. Das heißt, diese Genveränderung ist für immer im Körper drin, unstoppbar. Diese Form von Therapie kann tatsächlich Heilungen erzielen, aber nur bei einer ganz kleinen Gruppe von Erkrankungen. Bisher ist es überhaupt nur zugelassen. Aber auch wieder Nutzen-Risiko. Man kauft sich damit das Risiko ein, auch mit einer sehr hohen Prozentzahl, die auch nah an die 30% kommt, an der Therapie zu versterben. Eben weil das Risiko wieder, dass gesunde Zellen das ebenfalls tragen, diese Oberflächeneigenschaft, dann angegriffen werden. Und ich habe ja so eingegriffen in den Körper, dass ich es nicht mehr stoppen kann. Und das kann dann einen sogenannten Zytokinsturm auslösen. Und dieser Zytokinsturm kann dann auch zum Tode führen. Also von daher, für mich ist es, auch wenn es schon zugelassene Medikamente sind, gibt es hier schulmedizinisch gesehen noch viel Handlungsbedarf und Nachbesserungsbedarf im Einsatz dieser Medikamente. Aber es hat zumindest dazu geführt, auch ein positiver Nebeneffekt, dass Immuntherapie nicht mehr etwas Negatives alleine ist, sondern dass immuntherapeutische Ansätze, die schon lange da sind, jetzt doch wieder mit anderen Augen gesehen würden, auch dendritische Zellen wieder mehr beachtet werden und überlegt wird, ob man da etwas weiter dran arbeiten kann. Das heißt, Immuntherapien haben wieder einen anderen Stellenwert. Vor allem eine Immuntherapie, die wir auch gerne einsetzen, weil sie einfacher umzusetzen ist, pragmatischer ist vom Ansatz her und eben absolut individuell. Und das ist eine Immuntherapie, bei der man sich die Zelle des einzelnen Patienten zunutze macht. Ich hatte ja schon mal gesagt, eine Krebserkrankung ist eine immer neue Erkrankung, immer individuell, weil die Krebszelle trägt die DNA dieses Menschen. Ja. Der Krebspatient hier hat eine andere DNA in seiner Krebszelle, auch wenn sie beide Darmkrebs haben, beide die gleichen Mutationen und Oberflächen, aber sie werden sich immer unterscheiden mit der DNA, die da drin steckt. Und das macht sie einzigartig. Und wenn ich jetzt diese Zelle dieses einzelnen Patienten nehme und in der Petrischale verändere ich die Krebszelle, beziehungsweise zerstöre sie am Ende. Und diese zerstörte Krebszelle, die ich in der Petrischale zerstört habe, habe ich so kaputte Zellfragmente und spritze die dann unter die Haut zurück, dann ist das ähnlich, nicht so ein schönes Beispiel immer, weil es so negativ behaftet ist, aber wie ein Totimpfstoff. Wir haben durch Covid ja viel gelernt über Immuntherapien und Impfstoffe. Und bei Covid gab es ja neben den mRNA-Impfstoffen auch immer den Totimpfstoff, wo man das Virus genommen hat, zerstört hat und dann für alle Menschen natürlich das gleiche Virus in dem Fall, dann tote Virusfragmente gespritzt hat, dass das Immunsystem das erkennen lernt und die Krankheit nicht auftritt. Hier nimmt man eben nicht eine Krebszelle für alle, sondern die Krebszelle dieses einzelnen Menschen, zerstört die und diese kaputte Krebszelle oder Krebszellbestandteile werden unter die Haut gespritzt. Da gab es schon im Jahr 2000 tatsächlich Studien einer Pharmafirma, einer Start-up-Pharmafirma in Deutschland, die gezeigt hat, dass wenn man das so gemacht hat und hinterher gespritzt hat bei Nierenkrebspatienten, die operiert wurden,
wo es keine, üblicherweise keine Therapie hinterher gibt, sondern der Patient guckt, ob der Krebs wiederkommt oder nicht, hat man zeigen können, dass das Rückfallrisiko für Nierenkrebs durch diese Art der Behandlung deutlich reduziert ist. Wurde leider nie zugelassen, weil die Behörden noch nicht so richtig umgehen konnten mit, was ist das eigentlich? Ist ja kein Medikament, ist kein Patent. Wie lasse ich das zu? Ist ja eine Methode eigentlich. Ja, und was wirkt überhaupt? Ich meine, wenn ich das ist ja eigentlich nur noch eine Information einer toten Zelle drin. Ja, und genau. diese Information von etwas Totem verändert etwas in einer Zelle drin, die noch lebt. Ja. Es ist letztlich eine tote Zelle. Und unser funktionierendes Immunsystem erkennt an diesen Fragmenten, da ist etwas falsch. Und das hebelt diese Schutzmechanismen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ach, jetzt ist sie schlau. Aus. Ah, okay. Und so kann es funktionieren. Ah, ja? Und gut. Das heißt, dieser Schutzmechanismus wird darüber ausgehebelt. Ja. Ja. Aber dann muss es wirklich direkt in die Zelle rein, in die kranke Zelle. Es reicht die Blutbahn. Ne? Die Blutbahn schwimmen jetzt kaputte Tumorzellreste rum. Mhm. Und jetzt kommen Lymphozyten und sagen, oh, was ist das denn? Ne? Was schwimmt denn hier rum? Und anhand dieser Fragmente kann das Immunsystem tatsächlich lernen, lebende, noch im Körper vorhandene Tumorzellen dann nicht nur als falsch zu erkennen, sondern darf sie dann auch beseitigen. Reingehen. Mhm. So funktionieren auch Selbstheilungen übrigens. Mhm. Also Selbstheilungen sind meist irgendein Umstand, ein Zufall, eine Komplikation, wie auch immer, wo ein Tumor auf eine Art zerfällt, dass eben genau solche Fragmente in die Blutbahn kommen. Und anhand dieser Fragmente dann das Immunsystem lernt, die Krebszellen als falsch zu erkennen. Und dann ist eine Selbstheilung passiert. Wir versuchen, das zu imitieren außerhalb des Körpers im Labor. Wir versuchen, das aktiv zu erzeugen. Aber letztlich funktionieren die Selbstheilungen genauso. Sie sind halt nur viel zu selten und wir versuchen, das zu steuern. Und das sind nicht nur wir. Also das ist eine Methode, die jeder anwenden kann. Es gibt nur leider wenige Menschen, die das einsetzen. Es gibt sogar Studien, jetzt mal aus schulmedizinischer Sicht, die da gemacht wurden. Es gibt Erfahrungsberichte vieler Menschen. Und es gibt keine individuelle Therapie, weil man ja genau die Krebszelle dieses Menschen benutzt, um daraus seine Therapie herzustellen. Mhm. Die Erfolgsquoten sind immer noch nicht, und auch hier ist es nicht die Wunderheilung, die funktioniert. Das liegt sicherlich, jetzt mal vorsichtig, der Versuch der Erklärung mit daran, dass wir natürlich, früher haben wir tatsächlich Gewebe genommen vom Tumor. Da musste man aber auf Operationen warten und dann hoffen, dass etwas übrig bleibt bei der Operation. Heute kann man das eleganter über eine Blutentnahme machen, weil bei der Blutentnahme wird dann entsprechend die Tumorzellen, die im Blut zirkulieren, mit herausgenommen und die kann man dann von den gesunden Zellen isolieren. Klingt erschreckend, du guckst auch erschreckt. Nee, aber wenn man eine Krebserkrankung hat, schwimmen immer Tumorzellen in der Blutbahn herum. Ja, klar. Das ist ein bösartiger Tumor, ist per Definition hat er einen Blutgefäßanschluss. Und der führt dazu, dass immer Tumorzellen in die Blutbahn abschilfern. Und dieses Abschilfern in die Blutbahn führt dazu, dass wir immer Tumorzellen dort herumschwimmen haben, die aber gar nicht die Metastasen nachher machen. Denn in dieser größeren Blutbahn ist die Geschwindigkeit zu schnell, die Wände zu dick, da treten die Tumorzellen in der Regel nicht aus. Also wir finden bei unseren geheilten Patienten selbst 10, 12 Jahre später immer noch diese zirkulierenden Tumorzellen, weil die haben ja auch nicht diesen programmierten Zelltod. Die können also recht lange überleben in der Blutbahn und können immer noch nachgewiesen werden, obwohl der Patient schon längst geheilt ist. Aber diese Zellen nehmen wir. Und das ist natürlich immer dann eine Frage des der Qualität der zirkulierenden Zellen, ob wir wirklich alle Bestandteile im Blut hatten, die mit erklären können, warum wir immer noch nicht hier die Wunderheilung haben. Und das zweite Problem ist, wir sehen sehr häufig ein Phänomen, was für alle Immuntherapien, nicht nur für diese gilt. Und das nennt sich Pseudoprogression. Man muss sich vorstellen, wenn das Immunsystem anfängt, den Krebs zu erkennen, dann passiert eine Entzündungsreaktion. Vergleich das mal mit Bakterien. Nehmen wir mal, die Lunge ist krebsbefallen oder die Lunge hat Bakterien. Was passiert, ist, das Immunsystem greift die Bakterien an und das Immunsystem führt erstmal dazu, dass die Lunge anschwillt, dass Wasser auf die Lunge kommt. Das Gleiche passiert beim Tumor. Er schwillt erstmal an, er wird erstmal größer. Es kann durchaus Beschwerden geben, grippeähnliche Symptome. Aber das größte Problem ist diese Pseudoprogression, nennen wir das, dass es eine Phase gibt, wo es so aussieht, als wenn der Tumor wächst, bevor er kleiner wird. Mhm.
Und das ist natürlich unheimlich schwierig, sowohl für den Therapeuten und noch schlimmer für den Betroffenen. Psychisch zu verarbeiten und einzuordnen. Und selbst ich habe kein hundertprozentiges Instrument zu sagen, das ist jetzt tatsächlich eine Immunreaktion oder es ist am Ende doch eine echte Progression. Und da müsste noch viel mehr nachgearbeitet werden inzwischen, um solche Dinge zu unterscheiden. Und das gilt für alle Formen der Immuntherapie. Ne? Schon früher habe ich da Erfahrung mitgemacht. Ich habe Mistel eingesetzt in der Klinik für Tumorbiologie damals. Und dann haben wir Lymphknotenschwellungen gehabt, wo wir jetzt nicht wussten, kommt es durch die Mistel, weil wir das Immunsystem stimuliert haben. Oder ist es jetzt ein Rezidiv der Erkrankung oder Wiederauftreten sind das Tumorlymphknoten. Ne? Und da wurden schon Patienten operiert. Ich erinnere mich immer an eine junge Patientin, die niemandem gesagt hatte, dass sie Mistel nimmt oder spritzt und dann operiert wurde sogar, damit man die Lymphknoten entfernt und dann festgestellt wurde, es waren nur aktivierte Lymphknoten durch die Immuntherapie. Ja. Du hast vorhin noch die Mistel erwähnt, nur so in Klammer, ist heutzutage in der Onkologie auch ein Thema, was man gar nicht mehr besprechen darf. EU hat das als Fake News definiert, obwohl sie eigentlich nie kausal zur Krebstherapie gelten sollte. Ja. Aber die jungen Onkologen dürfen heute über Misteltherapien gar nicht mehr informiert werden. Ja. Naja, ich habe eine naive, laienhafte Frage. Und zwar, wie soll ich das formulieren? Ich hatte mich damals mit dem Physiker Otto Warburg auch ein bisschen beschäftigt. Und da ist eigentlich eine Krebszelle, das Zellmembranpotenzial sinkt auf so minus 20 Volt herunter. Sie wächst in einem sehr sauren Milieu. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja gut, wenn das saure Milieu ist, was ist, wenn man hier Ozon oder Basen reinspritzt, direkt in die Zelle? Dann ist ja eigentlich die eine Ladung mit der anderen Ladung aufgelöst, Zelle weg. Aus der Physik, hat man da jemals weitere Forschungen gemacht? Ich meine, der hat ja auch einen Nobelpreis gekriegt. Ja, also Forschung ist immer relativ. Es gibt die Forschung in der Größenordnung, die dazu führt, dass es Zulassungen gibt. Das ist eine Forschung, die unheimlich viel Geld kostet, weil die klinischen Studien, die es hier bedarf, damit es dann Evidenz wird für die Evidenzmedizin, die dann wieder eine Zulassung bekommen darf. Oder die Forschung Einzelner oder das Einsetzen Einzelner. Also die Immuntherapie, die wir machen beispielsweise, ist auch keine Forschung der Schulmedizin, sondern das ist sozusagen ein individueller Heilversuch, den ich mit Patienten machen kann, aber da steckt keine Forschung in dem Sinne dahinter. Warum? Es gibt keine Finanzlobby. Das ist eine Methode, da verdient keiner Geld mit. Ja. Also es geht schon immer ums Geld verdienen und die sagen uns letztendlich, welcher Weg wir gehen dürfen. Genau. Aber es gibt ja, meine Logik ist ja auch eine Logik. Ja. Und das, was du machst mit dieser Immuntherapie, hat auch eine Logik. Ja. Die machst du, Gott sei Dank, bietest du das ja auch an. Ja. Und viele andere nicht, weil sie es nie hören und nie erfahren werden. Ja. Aber das, was ich doch gerade gesagt habe, hat auch eine Logik. Absolut, ja. Also es müssen wir mal testen. Und dafür braucht man dann eine Finanzlobby. Und die kriegt man nur, wenn man später damit Geld verdient. Weil nur dann kann man diese großen Studien machen. Also ich will jetzt hier nicht ein Querdenker sein oder Ähnliches. Ich habe auch keinen besseren Ansatz dafür. Ich kann das schon verstehen. Ne? Ja, ja. Also ja. Man müsste schon unheimlich viel Spenden generieren, ne, für solche Ansätze. Und Und die nächste Frage, die ich habe, ist natürlich, wenn ich ja ein Milieu schaffe, dass diese Krebszelle gar nicht mehr groß wachsen kann, rein von den Ladungen her, dann habe ich doch auch eine Therapie gemacht, um wenigstens eigentlich übers Milieu den Tumor wieder aufzulösen. Ja, absolut. Ja. Aber wie das gesagt, sind Heilungsansätze. Wir reden nicht von Heilung, wir reden immer nur von temporäres Überlebenssichern des Patienten. Ja, aber es ist auch wieder eine Methode. Ne? Und das ist so wie die Immuntherapie, die wir machen. Sie hat keine Finanzlobby, deswegen werden diese Studien nicht gemacht, obwohl auch die das Potenzial hat. Es gibt eine Pilotstudie, die in Amerika gemacht wurde mit diesem Ansatz, in der University of Pennsylvania, bei Patienten mit Eierstockkrebs. Und das war sozusagen der große Wechsel. Früher hat man immer gedacht, man kann diese Immuntherapie als Vorsorge machen. Deswegen heißt sie auch Impfstoff- oder Vaccinetherapie, was eigentlich völlig falsch ist von der Begrifflichkeit her. Es ist nur daraus entstanden, dass sie halt als Vorsorge gegeben wurde. In dieser Universität von Pennsylvania in Amerika wurde es Patienten gegeben mit fortgeschrittenen Erkrankungen. Und tatsächlich hat es da auch Heilungen gegeben. Also da steckt schon ein unglaubliches Potenzial drin. Und trotzdem wird es in keinen Studien, also, oder wenn dann nur in kleinen Studien von einigen Institutionen
protegiert, aber es ist nichts, wo jetzt jemand hingeht und sagt, daraus machen wir eine zugelassene Therapie. Wenn doch, nehmen wir jetzt mal die anderen Immuntherapien, die ich angesprochen hatte, diese CAR-T-Zell-Therapie, wo man tatsächlich in der DNA etwas verändert, ne? über Viren geschieht das, dann entstehen daraus Therapien, wo eine einzige Spritze zwischen 350 und 500.000 Euro kostet. Oh. Nur mal, dass man die Dimension mal versteht. Ja. Für diese Therapien, die Schutzmechanismen wegziehen, kostet so ein Zyklus von 6 Infusionen um die 160.000 Euro. Also das sind irrsinnige Dimensionen. Lass mich raten, die Kassen diskutieren nicht, die zahlen das gern. Da zahlen sie es, weil es halt diese Studien gibt. Ja, ne? Und da sind wir wieder, das ist dieser geschlossene Kreislauf, wo wir Studie haben, wo wir Evidence haben, haben wir eine Zulassung. Wo wir eine Zulassung haben, haben wir eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen. Alles andere, was keine Finanzlobby hat, keine Evidence, keine Studien hat, keine Zulassung hat, sind wir im Selbstzahlerbereich leider. Das ist schwierig und das ist das, worauf ich mich über die Jahre spezialisiert habe, ist so ein bisschen diese Außenseitermethoden, die keine Finanzlobby haben, was es aber natürlich deutlich schwieriger macht, mit diesen Ansätzen zu arbeiten, weil man eben da wenig Rückendeckung hat. Ja, ist auch ein haftungstechnisches Problem, wahrscheinlich für einen Arzt, wenn er einen anderen Weg geht, als die Schulmedizin eigentlich ihm Deckung gibt, dann ist er mit einem Bein immer irgendwo in... Ja, absolut. Also meine Idee, jetzt einfach Basen reinzuspritzen in einen Tumor rein und das geht schief, dann bin ich im Gefängnis, richtig, oder? Genau, ja. Danke. Und das macht es halt schwierig noch zusätzlich. Ne? Man hat diese rechtlichen Bedenken. Ne? Wir können in Deutschland individuelle Heilversuche machen. Das kann man in vielen Ländern nicht, wobei das in Amerika jetzt nachgeholt wurde. Dort hat man den Bedarf für so etwas gesehen. Da gibt es jetzt ein neues Gesetz, das heißt The Right to Try, also das Recht auszuprobieren. Heißt übersetzt, dass der Patient in einer fortgeschrittenen Krankheitssituation auch das Recht hat, andere Therapien auszuprobieren. Aber man muss den Arzt finden, der einen begleitet. Das ist die größte Schwierigkeit. Also natürlich, obwohl es das Gesetz jetzt schon seit 3 Jahren in Amerika gibt, habe ich noch keinen amerikanischen Arzt gefunden, der das wirklich umsetzt. War jetzt ganz spannend, wieder über so ein Thema mit dir zu diskutieren. Danke ganz herzlich. Gerne, auch wirklich spannend, was du da jetzt eigentlich entwickelt hast, die meiner Erachtens doch eine große Chance birgt. Ja. Und letztendlich ist es ja nur eine Option von vielen Dingen, die du ja innerhalb einer Behandlung meinen Patienten umsetzt. Und das ist ja eben das integrale Denken darin, was ich so wertvoll finde. Und dass es nicht nur immer einen Weg gibt, sondern dass man alle Optionen auch schöpfen sollte. Man kann sie auch kombinieren. Also es ist man kann die Chemotherapie mit den anderen Optionen, es ist nicht immer entweder das oder das. Ne? Ja. Das ist das, was wir als integrativ bestreichen. Ja, ich meine, wenn man schon Krebs hat, dann sollte man doch alle Schubladen ziehen, die man kann, oder? Absolut, ja. Und auch an sich selbst zu arbeiten. Ja. Ja. Und reden mit einem Fachmann, der einen wirklich empathisch abholt und zur Seite steht. Ja. Ja, und vor allem einem nicht nur die eine Seite erklärt und aufzeigt, sondern ich denke, es ist fair und wichtig, auch die anderen Seiten aufzuzeigen. Auch wenn sie vielleicht nicht evident sind, auch wenn sie noch keine Zulassung sind, aber ihn zumindest darüber zu informieren. Klar. Vielleicht noch abschließend auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Professor Dr. Joachim Drews hat mir auch mal erklärt, dass es also ein Labor gibt, wo man in vitro persönlich auf eine Blutprobe vom Patienten her eingehen kann und schauen kann, welche chemisch-therapeutischen Mittel würden überhaupt in diesem Tumor wirksam sein oder welche naturheilkundlichen Mittel könnten wirksam sein, individuell, in vitro. Mhm. Und das fand ich ja schon auch ein ganz, ganz spannender Ansatz, muss ich wirklich sagen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch der Doktor mit Kurt Mosetter, hat jemand behandelt mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, 93-jährig, ganz schwierig. Und dann hat eben diese Tabelle angeschaut, chemische Mittel, naturkundliche Mittel. Der Patient hat sich für die Natur entschieden. Da war irgendwie Kurkumin und Ashwagandha. Artesolat oder Vitamin C. Ja, was auch immer. Ja. Das Wunder war in 3 Monaten vollbracht. Ja. Und das ist ein Wunder. Klar, es hat jetzt gerade 1:1 Schlüsselschloss gepasst, oder? Weiß ich. Aber dass man das heute kann in einem Labor. Das ist halt das, was ich schon mal gesagt hatte. Ne? Der Mensch ist ein Individuum. Und die Evidence-Based Medizin basiert auf statistischen Angaben, wo der Einzelne überhaupt seinen Platz gar nicht findet. Und so eine Untersuchung in einem Labor
zeigt eben genau die Wirksamkeit verschiedener Medikamente bei diesem Patienten auf. Und da kann es sein, dass das, was der Standard ist, der ja nur an Statistik festgelegt wurde, für ihn doch nicht das Richtige ist. Da kann es sein, dass die schulmedizinischen Ansätze vielleicht überhaupt nicht das Richtige für ihn sind, sondern es alternative Methoden sind, die diesen überlegen sind. Oder beides kombiniert, was oder auch immer. Oder man kombiniert es nachher. Wenn beides anzeigt, ne, dann ist es auch beides. Und deswegen halte ich das für wichtig, was ich auch oft sage, den individuellen Weg zu finden für den Patienten. Ne. Wir behandeln heute pauschalisiert. Jeder Patient mit der Erkrankung kriegt diese Behandlung. Punkt. Ne. Das kann man heute in Schemata nachlesen im Internet. Das genau. könnte theoretisch bald ein Computer machen. Das ist fürchterlich, ne? Dass man sagt, okay, dieses Stadium, diese Metastasen, diese Therapie, Erfolg, ja, nein, und dann geht das so weiter. Und so sind tatsächlich die Aufstellungen für diese sogenannten Standardtherapien gemacht und basieren nur auf statistischen Ergebnissen. Für den Einzelnen ist vielleicht aber ein ganz anderer Weg der richtige. Aber das ist sehr aufwendig, das rauszufinden, zeitaufwendig. Ne? Da müssen wir in andere Bereiche Geld investieren. Ich weiß, und das kostet auch ein bisschen. Ich glaube, dieses Labor, ich glaube, ich höre um die 2.000, 3.000, 4.000, oder? Herum. Ja, je nach Test sind das so 2.000 Euro. Okay. Aber es ist doch ein Segen. Statt Versuch und Irrtum mit irgendwelchen anderen Dingen, weiß ich genau, wenigstens in vitro hätte es, es muss ja nicht dann auch beim Körper so sein, aber das sind Dinge, die einfach so einen Onkologen wie dich herausragend macht. Ich sage auch, du bist ein Brückenbauer in der Onkologie und ich hoffe, dass sehr viele schulmedizinische, rein schulmedizinische Onkologen heute diese Sendung auch sehen und wissen, es gibt noch mehr Optionen und vielleicht sollten wir die Türen viel mehr öffnen für die Patienten, auch deren Wünsche mit zu berücksichtigen. Ja, absolut. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke. Professor Dr. Joachim Drews, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir haben jetzt alle auch verstanden, was eine Immuntherapie ist und welche Möglichkeiten heutzutage sich sogar richtig bewährt haben, einen deutlichen Nutzen bringen, aber dass es eben auch ganz, ganz viele andere Optionen noch gibt, die man einbeziehen kann in einen ganzheitlichen Therapieansatz. Und ich wünsche Ihnen dazu viel Klarheit und hoffentlich finden Sie auch den richtigen Therapeuten, der Sie an die Hand nimmt, Sie begleitet. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.